Schalömchen, Freunde. Schalömchen, Freunde. Guckt euch mal das Ding hier an. Also, wir dachten ja schon, der GTA-1D-Karton ist groß, aber der kommt schon fast dran. Also, wir haben hier die Hilde stehen, hier drin natürlich. Und ja, also es wird erst mal aufhören, der Karton ist riesig. Der Karton ist wirklich unfassbar riesig, Freunde. Ich habe das jetzt abgeholt, das Teil, mit einem Honda Jazz. Und das hat gerade eben so reingepasst mit Rückbank umklappen und Beifahrersitz ganz nach vorne machen. Also, falls ihr das Teil abholen wollt von Trittbrett, nehmt besser ein Kombi mit. Das ist ultra riesig. Also, das ist ein riesiger E-Scooter-Karton. Ja. Also, wir sind richtig gespannt auf das Ding. Und ja, fackeln wir aber gar nicht mehr lange. Schneiden wir die Hilde doch mal auf. So, machen wir den Mist hier weg. Hier steht so ein Survival Maestro. Maestro. Hier haben wir, das brauchen wir zum Anmelden, die Papiere. Und liebe Hilde-Käufer, ich hoffe, dass du dich über deine Hilde freust. Das hoffen wir auch, das Freunde. Hoffe ich auch. Und deswegen packen wir das mal kurz beiseite. Übrigens, wir wollten es eigentlich in der Garage machen, aber der Karton ist so groß, dass wir den nicht quer hier reinkriegen und beide noch daneben laufen können. Den kann man am besten nach oben rausziehen, deswegen müssen wir diese Klappen rausnehmen. Ja, du machst das falsch. Du musst sie einfach nur, hier reindrücken, so. Zack. Und dann kannst du die, du musst sie einfach nur so machen. So, noch ein. Zack. Und jetzt heben wir das Ding an. Auf 16. Eins. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Okay, auf 16. 1, 2, 3. Okay, 16. Oha. Was? Karton, Karton oder was? Das ist kein Karton. Alter. Ich habe gecheatet, ich habe das schon gesehen. Aha, du hast gecheatet. Das ist keins von diesen Styropor-Dingern, das ist dieses Schaumstoffzeug. Kann man auf jeden Fall besser in den Müllsack quetschen. Das ist richtig, aber ich meine, die Frage ist, gucken wir erstmal, was da drin ist, bevor wir jetzt sagen, ob da mehr Müll oder weniger Müll drin ist. Auf jeden Fall ist hier schon mal. Ah, okay. Reif, ist das Reifenflickzeug? So. Freunde, schreibt in die Kommentare, ob das Reifenflickzeug ist. Hier wieder das Qualitätskontrollding und wieder der berühmte Wurfstern. Legen wir mal kurz beiseite. Also das ist natürlich wirklich vom Verpackung her was komplett Neues. Pass auf, wir müssen jetzt den hier wegziehen. Das ist, ist nicht nur ein Unboxing, ist auch ein Unboxing-Tutorial. Wir müssen jetzt den hier wegziehen. Und jetzt mach den mal weg und jetzt guck mal. Da kannst du echt Leute verprügeln, aber das macht gar keinen Damage. Ja, macht keinen Damage. Und jetzt machen wir die Folie weg. Oh, da ist ja mal drin. So, jetzt guck mal. Das nicht rausziehen, sonst machst du alles kaputt. Jetzt können wir schon sehen, da stimmt was nicht. So sollte das Ding natürlich nicht sein. Das heißt, wir werden das jetzt erstmal aufbauen. Aber ja, sieht auch irgendwie lustig aus so, ne? Hier kann man schon sehen, die NFC-Chips und Schlüssel. Schlüssel brauchen wir wofür? Für unten. Und für ein Schlüsselloch. Also das ist auf jeden Fall eine extra Verpackung hierfür. Und den können wir jetzt einfach seitlich, glaube ich, hier... Ja. Ich weiß noch nicht, was ich von der Verpackung halten soll. An sich mal was anderes. Aber von der Menge her weiß ich nicht, ob das weniger ist als beim anderen Scooter. Ich frage mich nur, wie lange wollten die Lenkerstange machen bei dem Kabel? Da kannst du auf jeden Fall noch ein paar Verlängerungen reinmachen. Ja, tatsächlich. So, das stopfen wir jetzt mal hier rein. Guck dir mal den Knappverschluss an. Das ist der heftigste Knappverschluss, den ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich krass. Guck dir das Gerät mal an. Jetzt habe ich den festgemacht. Schnappen wir den mal einmal rein. Zack. Ich finde, wenn man so aufs Trittbrett guckt, sieht das Ding schon echt geil aus. Von der Form und so. Ja, das haben wir auf der Messe schon gesagt. Als wir die ersten Bilder von dem Teil gesehen haben, da waren wir so, ja, kann geil sein, muss nicht. Aber auf der Messe, als wir das Ding dann gesehen haben, war schon echt was anderes. Aber jetzt haben wir wenigstens hier so ein Ding mal bei uns stehen. Wir haben tatsächlich auch nicht mehr zwei Schrauben, sondern drei Schrauben. Ich frage mich, wann der nächste irgendwann mal vier Schrauben macht. Irgendwann so Mission. Das ist auf jeden Fall fest. Auf der Seite haben wir auch noch mal drei Schrauben, also das sollte auf jeden Fall halten. Das ist viel. Was ganz witzig ist, man kann, und das haben die absichtlich so gemacht, wenn man jetzt von hier guckt, kann man diesen Halter da als so E-Scooter-Transportding benutzen, wenn man da mit dem Auto irgendwo hinfährt, wenn man ihn einfach da reinstellen kann. Deswegen ist hier unten auch das Trittbrett-Logo so drauf. Dass man quasi so eine Art Ständer für die Hilde hat. Also die haben sich auf jeden Fall von der Verpackung her was dabei gedacht. Das ja, das meine ich ja. Das ist schon irgendwie ganz cool. Kann man nicht sagen. Dass man sich da was bei gedacht hat. Dann werde ich das Gerät jetzt mal zusammenschrauben. Also anscheinend haben wir wirklich Reifen. Ne, gar nicht. Das ist kein Reifenflickzeug. Weißt du, was das ist? Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Das ist... ein Auge.
Das kannst du dir an der Seite dran kleben, wenn du die immer hinlegen willst beim Akku wechseln. Ach so. Damit das nicht zerkratzt. Hast du hier so komische. Warum sind die nicht direkt dran? Vielleicht, weil das nicht jeder macht. Hm. Ich meine, ich denke mal nicht, dass wir den Akku da rausholen. Also klar, zum Testen und so auf jeden Fall. Aber so für private Nutzung wird das Ding einfach so geladen, ohne dass der Akku da raus ist. Wir haben ja hier ich Strom. Ich habe jetzt zum Glück eine Garage. Das ist schon echt komplett was anderes. Ich habe aber gleich, ich habe sehr wahrscheinlich schon was zu meckern gefunden. Oh oh. Die Schrauben sind... Ja, genau. Also da liegt ein Werkzeug bei, mit dem ich das nicht festmachen kann, weil ich dann gegen das Ding in hier haue. Ja, okay. Das ist, ist jetzt keine große Sache, aber passt dann auf, nehmt einfach einen anderen Imbusschlüssel, dann macht ihr das vernünftig. Lassen wir die erstmal weg und nehmen wir uns gleich dafür anderes Werkzeug. Ja, warum ist hier eine andere Schraube? Wofür ist die? Da muss ja irgendein Loch anders gesenkt sein. Ja, das halt lass mal raus. Wenn also weil es fehlt eine Schraube und die, mit der wird das aufgehen. Ich habe noch zwei Schrauben und wir haben noch drei Löcher. Verkackt. Und hier ist eine falsche Schraube drin. Sind noch mal drin, ey. Nee. Das ist noch ein Ventil. Warum kriegen eigentlich immer wieder? Die wollen uns doch ärgern. Das haben wir extra gemacht. Haben die extra gemacht. Ja gut, was ist da los? Scheiß drauf, lassen wir eine Schraube weg. Naja, egal, kann ja mal vorkommen. Ich meine, gerade bei so günstigen Modellen. So, machen wir mal ich eben. Glaube, ich würde die Hilde von der Optik her echt sehr gut einstufen, wenn dieser Doppeldämpfer nicht da wäre. Weil der gefällt mir am wenigsten beim Scooter. Ansonsten ist das Ding echt geil designt, würde ich sagen. Jo, wir gucken gleich mal, wie das wirkt, wenn wir ja, das hier stehen haben, wenn das fertig aufgebaut ist. Aber ich sag mal, der Aufbau an sich ist ziemlich easy. War natürlich jetzt ärgerlich, dass wir eine... Ich meine, die Löcher sind alle... schief gesenkt, also alles schräg gesenkt. Das sind nur Senkkopfschrauben. Und die eine Schraube ist halt keine Senkkopfschraube. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das so nicht beabsichtigt war. Wir brauchen eine neue Schraube und eine Schraube locker. Werkzeug haben wir auf jeden Fall mittlerweile genug. Scooter haben wir auch genug. Scooter kann man nie genug haben. Abonnenten haben wir noch nicht genug. Da seid ihr gefragt, Freunde. Ich das Ding hier festmache, könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hast du den alleine rausgehebelt? Ja, natürlich. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Gar, überhaupt gar kein gar Problem. Gar kein Problem. Mach ich locker. Okay. So. Nee, zu schwer. Ja. Also das Ding ist übel fest an dem Stuhl. Boah. Aha. Das Ding ist leichter als ich dachte. Gucken wir uns erstmal hier an. Hier unten drunter ist der Gerät. Guck mal. Ach, das sah gerade so aus. Ja, das ich dachte, da wäre Plastik vor. Alter, was ein Ladekabel, ne? Hier sehen wir 54 Volt, 10 Ampere. Das ist wenigstens mal ein vernünftiges Ladegerät. Das ist doch mal eigentlich was. Ja, ja, sieht aus wie von der Terraria. Ja. Das ist doch mal ein vernünftiges Ladegerät. Ja, Freunde, das soll der neue Standard werden. Damit können wir doch arbeiten hier. Würde ich auch sagen. Output 600 Watt. Ding lädt mit 600 Watt. Ob das wirklich so lädt, werden wir testen. Ja, wenn wir alles noch ausprobieren in einem anderen Video, ist jetzt erstmal egal. Aber auf jeden Fall sollte das hier das neue Standard werden. Also so. Der neue Standardgerät. Und weil ihr uns immer danach fragt, Freunde, in jedem Unboxing, machen wir mal ganz kurz was wir jetzt eigentlich noch nie gemacht haben. Aber das Teil ist so fett. War das gerade noch größer? Ne, der Karton ging bis ganz nach unten, ne? Ja. Ich meine schon. Wir messen mal ganz kurz einmal den Karton für euch aus, falls ihr das Ding wirklich selber abholen wollt. Wir haben eine Höhe von ungefähr 72,5. Wir haben eine Breite von 36 cm. Und wir haben eine Länge von 144. Ja, so 1,45 m. Also ihr seht schon, das Ding ist ziemlich fett. Und weil ihr das auch mal gefragt habt, hier mal ganz kurz so, ganz grob die Höhe von dem Gerät. Einfach mal hier so im Stand. Mal gerade. Ja, das Ding ist ungefähr 1,40 Meter hoch. Bis wohin? Hier sind wir bei 1,40 Meter. Mal Lenkerhöhe? Lenkerhöhe ist ungefähr 1,33 Meter Mittelpunkt. So, dann messen wir mal kurz einmal das Trittbrett vom Trittbrett. Wir haben hier an der hintersten Stelle 20 cm. Wir haben an der vordersten, also an dieser Stelle hier, 27. Wir haben in der Länge... Das ist natürlich jetzt je nachdem, wie man das misst. Wenn wir jetzt von dem Gummibereich messen, haben wir 45 cm. Wenn wir bis ganz nach vorne messen, haben wir 60. Ist natürlich Mist. Also nicht Mist. Also ja, viel gemessen. Mist, viel Mist. Genau, genau. Habe ich alles gelernt ja. Beim Messen. Jetzt können wir mal ganz kurz
ganz kurz auf die technischen Daten. Wir haben hier die Trittbretthilde mit einem 500 Watt Motor von Bosch im Heck. Wir haben hier eine hydraulische Feder, die müssen wir noch testen. Also jo. An sich, das Design ist schon geil, aber ob die Federung sich so bewährt. Das sieht halt aus wie vom GT1D, den holen wir gleich auch noch mal kurz raus, um den größten Vergleich zu machen. Und ja, wir haben hier, damit kann man den Akku, glaube ich, was da draus machen. Ja, ne? Und hier ist halt Schlüsselloch. Da, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass dieses Ding da nicht fest drauf ist. Ja, da gehst du so schnell verlieren. Weil das wird man bestimmt verlieren. Da hätten die vielleicht noch einen mitgeben können hier. Haben sie doch, die haben doch noch. Ja, okay. Okay, Ersatz ist mitgegeben. Ersatz ist mitgegeben. Das ist schon mal gut. Der Haken hier, dann haben wir damals auf der Messe schon gesagt, der ist zwar hier mitten drauf zum Einklappen, aber ich fand jetzt nicht, dass der gestört hat. Werden wir natürlich noch beim Fahren testen. Hier steht, Achtung, keine Standfläche und kein Tragegriff. Ja, das sollte hier im Klar sein, das hat Schutzblech. Wir haben die Satellite-Blinker. Wir haben hier Product Placement für Viva. Wir haben hier ein Katzenauge. Hier ist doch mal Viva-Werbung. Ja, hier ist der Ladeport. Was du denn, Alter? Hier ist der Ladeport. Vorne haben wir zwei Doppeldämpfer. Die sind, ja, also ich finde die jetzt nicht optisch schön. Ja, aber die haben einen sehr langen Dämpferweg. Das sieht man ja schon. Das ist halt, das könnte halt geil sein. Müssen wir testen. Wir haben hier Licht. Und das Geile ist, wir haben nicht nur ein Licht, wir haben sogar ein Fernlicht. Aber das Fernlicht ist, glaube ich, nur, das darf nicht dauerhaft an sein. Deswegen haben wir quasi wie so eine Art Lichthupe. Ja. Machen wir den Scheiß doch mal an. Aber vorher, ne, komm, ist deiner. Schenke ich dir, kannst du haben. Darfst du machen. Hab's mir anders überlegt, gib dir wieder. Ne? Mach an den Lachs. Dreckschrott, kannst du weg tun. So, jetzt kommt der erste Start, der Trittbretthilde. Also Tacho sieht immer noch so aus, als wäre er von 2035. Wo ist jetzt der NFC? Hier. Ja, das ist kein NFC. Ah. So. Also auf der Kamera ist das extrem am Reflektieren. In Real Life auch, aber ich kann trotzdem alles ablesen. In Real Life ist es okay. Müssen wir dann mal gucken, in dem P-Setting, ob man die noch höher stellen kann. Die Einstellung von der Lichthelligkeit. Mhm. Blinker. Blinker-Symbol kriegst du auf dem Display auch angezeigt. Blinker haben wir hier am Lenker. Leuchtet nach vorne und nach hinten. Ja, von hinten kann man auch gut erkennen, den Aal. Okay. Wir haben standardmäßig, glaube ich, kein Zero-Start aktiviert, kann man aber einstellen. Aber was geil ist, guckt euch mal diese Leistungsanzeige an und gebt euch mal, wie gut, füll mal so ein bisschen weiter raus, wie gut dieses Gaspedal, Gashebel abgestimmt ist. Weil das siehst du echt schlecht auf der Kamera, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das, ja, so müsste so gehen. Ist besser. Also ihr habt hier diese weiße Leiste mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganz vielen Punkten. Und gebt euch mal wirklich, wie genau das geht. Wir haben hier wirklich so einen ganz minimalen, nur einen ganz minimalen Todpunkt am Anfang und danach kannst du wirklich perfekt das Ding dosieren und so ist volle Pulle. 200. Turbo-Modus. Turbo-Modus wird eigentlich noch krasser. Ja, wir haben die Fahrzeit, wie lange wir schon unterwegs sind. Oder hat die denn nicht eine Prozentanzeige? Wir müssen uns mal das alte Video angucken. Was ich geil finde, das Fernlicht. Guck mal. Also so ist normales Licht. Ist natürlich jetzt sehr hell, dass man das nicht sieht, wenn ich jetzt gedrückt halte. Ja, das ist krass. Nur Fernlicht. Guck mal, geht sogar bis da vorne. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, ist sehr hell, aber da wird man jetzt nicht viel erkennen. Wir haben hier die E-Bremse. Da ist natürlich wieder so ein Highlight. Schade, dass wir diese Klingel haben und nicht diese Zeigefingerklingel. Ich meine, das ist theoretisch auch eine Zeigefingerklingel. Die ist auch noch okay. Ja, aber ich mag diese Zugklingel, die finde ich einfach geiler. So persönliche Einschätzung. Wir haben ja, wie gesagt, den Drehgasgriff. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz die Federung testen. Das durften wir ja nicht so wirklich machen. Ich habe vorhin schon bei Trittbrett getestet. Ich habe das Ding gerade abgeholt. Ich glaube, hinten könntest du noch ein bisschen weicher machen für dein Gewicht. Relativ stabil. Federung ist da. Man muss halt... Ich bin gerade damit durch ein paar Schlaglöcher gefahren. Also bei Trittbrett auf dem Hof kurz. Die haben halt Schlaglöcher im Hof. Die sollten echt einen neuen Hof haben. da ist eigentlich echt ganz gut weggefedert. Also das hat echt nicht so krass gescheppert, wie man sich das vielleicht denkt. Was aber jetzt mal kurz interessant ist für den Größenvergleich, halten Sie dieses Gerät fest. Ich hole mal eben einen ebenbürtigen Gegner von der Größe ran. So, mal jetzt, gucken. Jetzt kommt's. Ja gut, also man muss aber sagen, normalerweise wirken die Scooter alle schmächtiger neben dem GT1. Aber der ist schon ein deutliches Stück fetter. Aber von der Höhe ist krass, ne? Guck mal, der Unterschied von der Höhe. Alter.
Da müssen wir mal ganz kurz ausmessen. Was hat man da gehabt? Also der GT1 ist deutlich kleiner, von, also gefühlt auf jeden Fall, von der Höhe jetzt her. Oberkante Griff 1,30, Oberkante Griff 34. Das sieht aber echt größer aus. Und man muss doch dazu sagen, das Trittbrett ist hier niedriger als da. Also ist die Höhe, wenn man drauf steht, wieder identisch. Können wir noch mal kurz messen. Trittbrettstand ist bei 29 cm und hier bist du bei 23 cm. Ja, dann kann man sehen, ja, da tut sich eigentlich nicht viel. Von der Länge her würde ich sagen, ist krass. Der kommt echt nah ran, aber der ist noch ein Stückchen länger. Der ist deutlich länger. Ja, aber so, er kommt schon nah ran, ne? Das ist schon krass. Der ist schon deutlich länger. So, wir packen, ja. Aber wenn du jetzt mal hier guckst, du vom Lenker. Boah, der fühlt sich schon, also der hier, der hat einen kürzeren Weg. Guck mal, ich muss wirklich nur, ich zeig dir mal, hier ist der Startpunkt, hier und ich bis hier. Ja. Ich kann wirklich nur, und hier. Ja, ist schon ein bisschen was länger. Und den kannst du gefühlt besser dosieren. Der fühlt sich definitiv besser an. Der hat einen richtig geilen Druckpunkt. Ja. Du hast hier ein bisschen mehr Zug hinter. Jo. Ja, ist auf jeden Fall. Stell dich mal drauf. So gefällt mir das. Zum Federn. Federungsmeister. 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 Na, 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 na. Na, hey. Ich hab Bock, Pokémon zu gucken. Ich fange alle Federungen. Ja, die Frage ist, ob der Reifen vorher gefüllt wurde. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Luftpumpe hier. Hab ich oben. Gucken wir dann andermal. Ja. Ich muss jetzt zumindest einmal auf und runterfahren. Auf- und abfahren. Zero-Start ist nicht an. Direkt festgehalten. Zero-Start ist nicht an. Man kann den übelst leicht schieben. Jo. Das hab ich gerade schon gemerkt. Also das ist krass. Ich weiß nicht, ob das wegen der Reko ist, aber man kann echt leicht schieben. Also Design von dem Ding gefällt mir immer besser tatsächlich. Also ich finde den jetzt schon geiler als vor 10 Minuten. Das Heck sieht einfach, finde ich, unfassbar geil aus. Das Heck sieht richtig geil aus, nur der Doppeldämpfer vorne. Ja, der scheißt ein bisschen rein. Ich hoffe einfach, dass er beim Fahren abliefert, dann ist mir das egal. Boah. Mach's gut, Rüdiger. Und da geht er, der Rüdiger. Also vom Ansprechverhalten mega. Wirklich richtig, richtig geil. Ja, aber willst du erwarten, das Hobbywing-Controller? Ja, das kannst du, das ist wirklich heftig. Aber ich habe das Gefühl, da fehlt ein bisschen Leistung. Ja, aber wir können direkt mal jetzt, direkt hier im Unboxing, obwohl das nicht dazugehört, mal eben gucken, ob wir das nicht jetzt mal eben kurz fixen können, dass der ein bisschen mehr Power bekommt. Und zwar nehmen wir dafür die Uni-Scooter-App. Ihr könnt mit der originalen Trittbrett-App hier ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel Zero-Start anmachen. Bei dem Teil würde ich es auf jeden Fall machen. Auf Dauer ist es zu schwer und zu nervig, das Ding anzuschieben. So, wir haben den direkt gefunden und wir können uns direkt damit verbinden. Mit Uniscooter-App. Hier könnten wir jetzt im Prinzip Tempomat an ausmachen, aber es funktioniert natürlich nicht, ne? Ist ja auch nicht erlaubt. So, wenn ihr jetzt Zero-Start anmachen wollt, ihr nehmt entweder die Trittbrett-App, wir nehmen immer die Uniscooter-App, die ist quasi für Hobbywing-Controller. Klickt ihr auf Einstellungen. Dann habt ihr hier Tempomat, Geschwindigkeit, das könnt ihr hier alles gar nicht umstellen. Also ich kann das jetzt hier auf 40 machen, scheiße, kann ich nicht auf 31, bringt nichts, ist natürlich gelockt. So, dann klicken wir hier auf Modus starten und klicken auf Zero Start. Aktuelle Sprache Deutsch, das ist die NFC on, kann man die auch ausmachen. Löscht die NFC-Liste, Passwort ändern, erweiterte Einstellung, Reaktion auf Beschleunigung ist auf 10, Reaktion der Bremse. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müsste der zumindest aus dem Stand besser wegziehen, einfach wegen diesem Zero-Start. Dann habt ihr nämlich teilweise direkt mehr Power. Ich finde das krass, wie leicht man ihn schieben kann, ne? Ist schon merkwürdig. Also finde ich ja gut. Auf den fetten Reifen so, ne? Ja. Probier mal aus. Also, da wurde ein bisschen abgespeckt, glaube ich. Da fehlt ein bisschen Leistung. 2 Stunden später. Leute, wir haben Scheiße gelabert. Wir haben es gerade mal getestet, und zwar den Fritz, der ja immer noch einer der Top-Single-Motor von der Leistung her ist, gegen die Hilde. Wir können mal ganz kurz zeigen, der ist im normalen Modus, der hat volle Leistung. Normaler Modus heißt Turbo-Modus, also Sportmodus. Genau, und? Ist schon echt super. Das machen wir mal mit der Hilde. Die einfach aussieht, ne? Sieht aus wie der Zerstörer der Seelen, Alter.
Das werden wir nochmal mit GPS testen und mit Zeiten, aber einfach nur so als Gefühl zu kriegen. Ja, der marschiert ganz anders los, auf jeden Fall. Merkst du einen Unterschied? Und zwar nochmal wichtig zu erwähnen, Freunde, wir sind einfach in letzter Zeit, du machst immer so die Reifen, ne? Wir sind einfach in letzter Zeit, viel mit dem Kollegen gefahren, der ist natürlich offen, und mit dem Kukiringi 3 Pro, das sind natürlich andere Welten, ist klar, das sind ganz andere Welpen. Ja, deswegen waren wir gerade so ein bisschen verwöhnt davon, aber jetzt haben wir nochmal kurz gegen die anderen Scooter getestet und haben gemerkt, okay, der ist doch deutlich schneller, als wir gedacht haben. Und wenn man die E-Brake betätigt, es geht da bis zu 25 tatsächlich. Ja, das ist ja dieser E-Brake-Trick, da ist auch nichts Verbotenes dran oder so, da gibt es auch keinen Ärger. Das ist einfach nur elektrische Bremse. Und ja, Freunde, jetzt geht's weiter mit dem Video. Also erster Eindruck ist auf jeden Fall von dem Teil, finde ich schon mal ganz gut. Da kann man schon mal nichts gegen sagen. Was wir jetzt hier nicht haben ist, wir haben jetzt hier keinen Dual-Motor mit 2x1500 Watt. Auf jeden Fall, Freunde, optisch gefällt er uns, also mir persönlich auf jeden Fall sehr gut. Design ist echt mal was Neues, sieht geil aus, der Teil. Kommen wir noch mal ganz kurz. Stell dir mal vor, du hättest jetzt hier hinten das Ding und von dem hier vorne. Dann wäre der optisch geilste Scooter, glaube ich. Können ja die Schwinge da dran bauen. Ja, genau. Also kommen wir mal ganz kurz zu den technischen Daten von dem Teil. Wir haben hier die 16 Ampere Variante mit Schnelllade-Akku oder Schnelllade-Ladegerät, habt ihr gerade gesehen. Und den Akku holt man unten raus. Das war das, was ein bisschen, weird war an dem Teil. Und das testen wir mal ganz kurz, würde ich sagen. Nehmen Sie dies. Nehmen Sie diese. Das stecken wir, glaube ich, hier rein. Dann einmal drehen, das hat jetzt auf. Und dann sollte man noch, glaube ich... Musst du einfach rausziehen, jetzt eine Schüssel, oder? Hier muss man dran ziehen, ne? Ja. Muss man den vorher drehen? Nee. Einfach dran ziehen, ne? Ja. Dann ist das aber noch nicht zu. Warte mal. Ich habe da doch gerade verbuggt gehabt. Was ich jetzt nach hier mache. Aha. Der ist jetzt auch nicht unten rausgedonnert. Das ist wirklich ein bisschen complicated. Bisschen friemelig. Jetzt wissen wir aber, warum die 10 Kilo Schaumstoff mitgegeben haben. Das Ding will ich auf jeden Fall auch nicht direkt vermacken. Der sieht halt echt geil aus. Ich pack mal kurz hier das Ding weg. Gucken wir uns noch einmal das mit dem, die ganze Geschichte mit dem Akku an. Legen das einfach auf die Seite, damit ihr das besser sehen könnt. Okay, zumachen ist easy. Ja, so müsste gehen, oder? Ne, so kriegen wir den nicht raus, ne? Das ist behindert, Alter. Das ist natürlich, weiß ich nicht. Warte. Der hängt jetzt am Boden. Der hängt am Ständer oder so. Ich mach mal so. Obwohl der jetzt geht, ne? Jetzt geht. Aber kriegen wir den jetzt so auch raus? Boah, ist da ein Vakuum drin. Also, den müsst ihr schon echt auf die Seite legen. So reicht nicht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd, aber dafür habt ihr diese Klebedinger. Naja, also für mich persönlich ist es egal, weil ich werde den sowieso nicht rausholen. Für mich persönlich ist das nicht so gut gelöst. Nein, das habe ich ja. Ich habe ehrlich gesagt, dass das nicht gut gelöst ist. Also dass das gut gelöst ist, aber mich persönlich betrifft es nicht, weil ich das Ding einfach direkt an eine Steckdose laden werde. Der Emanuel ja auch. Ich habe ja zum Glück eine Garage. Aber da hätte auf jeden Fall eine geilere Lösung stattfinden können. Ich finde, da muss vielleicht Trippert nochmal irgendwie eine kleine Lösung dazu machen. Weil, wenn du die Funktion hast, solltest du die auch nutzen können. Ne? Und eben, so klar. Ist ein bisschen doof. Das ist jetzt quasi so, ja okay, ich kann den Akku im Notfall noch rausholen. Ja. Ja. Kann man machen. Das ist wahr. Muss das man nicht. Ja. Ansonsten macht der Teil eigentlich echt einen geilen Eindruck. Die Leistung, generell auch hier die ganzen Bedienelemente, die sind alle sehr gut. Die fühlen sich auch richtig gut an. Ja. Ich bin immer noch von dem Gasgriff begeistert. Der fühlt sich echt richtig gut an. Ja. Federung ist okay. Ist eigentlich, ja, ganz normale gute Federung, die muss ich halt noch beweisen. Klar. Dass der Akku-Mechanismus ist in unseren Augen nicht sehr geil gelöst und die Beschleunigung müssen wir auch noch mal testen, ob man da noch was machen kann. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass Trittbrett noch was macht, weil wir haben ja hier auch einen Hahn. Ja, wir haben auch so eine Funktion quasi mit Updates. Genau. Sollte also funktionieren, aber nicht falsch verstehen, die Beschleunigung von dem Ding ist jetzt nicht kacke. Sie ist aber auch jetzt nicht so, da, also ich sag mal, momentan, ich der Elite X wird den abziehen. Ja, das ist klar. Locker. Aber kannst du mit der Steuerung kannst du das nicht. Wir müssen dann eigentlich mit dem Trippert Fritz vergleichen. Ja. Wenn der so abgeht wie der Trippert Fritz, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Der Trippert Fritz war einer der besten Bergsteigmonster, die man kaufen kann. Ist er immer noch. Also Trippert Fritz ist immer noch, wird immer noch und regelmäßig wir noch von uns einen Test empfohlen. Machen, und zwar
die Hilde gegen den Paul. Die Elektrobremse, die fühlt sich auch sehr gut an. Das ist immer das Wichtige bei diesen E-Bremsen. Man kann auch echt verkacken. Ja. Haben wir ja gesehen. Und diese E-Bremse hier, die fühlt sich sehr gut an. Genauso wie beim Fritz. Nicht besser, brauchst du aber auch nicht. Ja. Genauso wie beim Fritz war sie perfekt. Dieses Windschild hier, was andere... Ja, ich finde es eigentlich ganz witzig. Also dieses Design gefällt mir immer besser. Sag ich ganz ehrlich. Ja, ich habe ja auch schon vorher gesagt, das Design finde ich sehr gut. Ja. Nur Steins. Doppelschwinge vorne. Anderen. Doppelschwinge, die Doppeldämpfer. Ist nicht meins. Von der Optik nicht. Aber so, sag ich ganz ehrlich. Ist funktioniert. Kann man machen. Ja. Ich verstehe nur nicht, was das mit dem Viva-Placement soll. Aber also, da sind wir mal gespannt. Da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Ja, sehr wahrscheinlich, also dieses Teil ist gerade brandaktuell, neu erschienen. Alle wollen was dazu sehen. Wir haben heute, wenn ihr es schaut, Donnerstag. Video kommt um 15 Uhr raus. Also wir haben jetzt gerade ungefähr 15.25 Uhr, würde ich schätzen, wenn ihr das jetzt gerade live seht. Und Freitag gibt es halt kein Video, ist normal, da machen wir vielleicht ein, zwei Shorts. Und am Samstag und am Sonntag geht es ja mit der Hilde weiter, wenn ihr das wollt. Wir wollen eigentlich immer nicht fünfmal den gleichen Scooter hintereinander bringen. Aber ich denke mal, die in den Kommentaren da Bock drauf habt. Ja, und dann hauen wir euch da die Videos zack, zack nacheinander raus. Ich denke mal, das wird jetzt die Trippert-Hilde-Woche. Und dann schauen wir mal. Genau. Dann kommen da wieder andere Projekte. Da kommt auch der René vom Mikrofahrzeuge. Da werden wir richtig geile Sachen umbauen. Wenn wir wollten, mal einen Ketka auf E umbauen. Ja, und wenn ich die abgehen. Werden dann nochmal zum Steigungsberg fahren. Stimmt. Mit der Hilde. Wir haben jetzt extra mit dem Steigungsberg gewartet. Wir haben einmal gewartet auf das Update vom Elite X und auf die Hilde. Die Hilde haben wir jetzt und damit können wir eigentlich los. Das heißt, das wird auch bald kommen. Steigungsberg ist immer eine geile Nummer. Ja, wenn euch der erste Teil von der Hilde gefallen hat, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr euch das Teil kaufen wollt, Rabattcode ist in der Videobeschreibung. Nochmal kleiner wichtiger Hinweis zur Transparenz. Wird sich immer gewünscht. Wir haben für dieses Teil nichts bezahlt. Und ja, aber das sollte die Meinung hier nicht verfälschen. Naja, jedenfalls, das war's von der Trittbrett-Hilde. Wir sehen uns am Samstag um 10 Uhr morgens wieder. Dann geht's weiter. Dann fahren wir hier mal ein bisschen mit euch durch die Gegend und gucken mal, wie sich der Teil so auf die Straße schlägt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, das können wir machen. Das ist ja easy. Also, Versicherung ist direkt für Melke. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Rabattcode für das Teil ist SM10. Dann kriegt ihr 10 Euro Rabatt und wir kriegen einen Huhn und ein bisschen Provision. Und einen Huhn. Und einen Huhn. Ja. Ja. Wir werden das Ding richtig auseinandernehmen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis später. Tschüss. So, Freunde, noch ein Ergänzungsding. Wir haben vergessen, das Ding zusammenzuklappen. Ja. Das ist jetzt die Premiere. Hier ist der Schnappverschluss. Das ist der massivste Schnappverschluss. Der ist richtig massiv. Ja, dann den nach oben. So wie man das von den anderen Scootern kennt. Zack. Jetzt haben wir hier den Haken. Drückt das Ding mal richtig rein. Aha. Verpackt. Ja, das ist natürlich... Den darfst du auch nicht absetzen. Darfst du auch nicht absetzen. Gefährlich. Darf man auf jeden Fall nicht absetzen. Ja, dann klappt das. Setzen wir nochmal ab. Ja. Okay, der muss auf jeden Fall auch auf Spannung genau bleiben. Genau mit meinem Fritz. Schade. Schade. Aber was gut ist, guck mal, man kann hier richtig geil packen. Ich würde den gar nicht so packen, ich würde den so an der hinteren Federung einfach... Da ist doch Schwergewicht, Schwerpunkt ist hinten. Das ist natürlich auch klar. So geht das. Aber du darfst dich nicht nehmen. Ja, so haust du den aber richtig in die Fresse, wenn er jetzt aufgeht. Ja. Na gut, weiter geht's.